Folgende Zielprodukte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unser Navigenio, den 3-Liter-Topf mit einem normalen Deckel, den Seco Quick, 20 cm und den Audiotherm. Und von Lebensmitteln her haben wir 500 Gramm Rindergulasch, eine große Paprikaschote, zwei Zwiebeln haben wir hier drin, zwei Esslöffel Tomatenmark, so einen gehäuften Teelöffel Honig, zwei Esslöffel Senf und einen gehäuften Teelöffel Paprikapulver. Außerdem Pfeffer und Salz. So, wir fangen an mit dem Topf, den werden wir erstmal heiß machen. Und hier bei der Navigenio schalte ich auf Stufe 6 das Rädchen. Dann nehme ich mir den Audiotherm und klipse mir den hier oben rein. Und zwar muss das AMC-Logo über dem anderen AMC-Logo auf dem Deckel sein. Dann habe ich hier eine mittlere Taste, da drücke ich einmal drauf, dann drücke ich nochmal drauf und dann habe ich das Fleischsymbol. Und der ruft mich gleich, wenn die richtige Hitze erreicht ist. In der Zeit kann ich mir die Zwiebel schon mal klein machen mit einem Quick-Cut. Und da ist es einfach wichtig, bitte in kleinere Stücke schneiden, also so ja, in 4 oder besser 8 Teile und dann einfach schön ziehen. Der Audiotherm ruft, wir nehmen ihn erstmal runter und schalten hier auf Stufe 0 zurück. So brauchen wir nicht hektisch werden und können alles ganz in Ruhe machen. So, ich packe mir den Deckel hier in der Deckelgarage und jetzt gebe ich mir das Fleisch rein, brate das ganz kurz an, gebe mir dann die Zwiebeln dazu und einen Tomatenmark gleich mit dazu. Tomatenmark bekommt jetzt richtig schön Hitze ab, dadurch entsteht das Röstaroma und auch die schöne Farbe. Und jetzt geben wir uns Paprika mit dazu und verschließen es dann schon mit dem Seco Quick. Jetzt setze ich den Seco Quick auf, egal wie ich ihn drauflege, ist immer richtig und verschließe ihn einfach. Hier oben habe ich zwei Stufen stehen, einmal Soft und einmal Turbo. Soft ist für Nudeln, Reis, Kartoffeln, für alles, was sowieso eigentlich schnell fertig ist. Und für Turbo ist alles, was ein bisschen länger braucht, wie Rinderrouladen, Rindergulasch oder wenn man ganze Submoon macht. Und genau dasselbe Prinzip, ich nehme das AMC-Logo und gebe das zu der gelben Taste, oben hakt es dann quasi ein, dann drücke ich in die Mitte drauf, damit er angeht, drücke nochmal drauf, dann kommt Soft, nochmal drauf drücken, dann bin ich bei Turbo und mit der Plus- und Minus-Taste kann ich die Zeit eingeben. Wenn ich auf Plus drücke, bin ich gleich bei 10 Minuten und ich gehe auf 12 Minuten hoch. Der ruft uns gleich, wenn der Akku voll ist, dass wir den Strom ausmachen können und dann lassen wir in 12 Minuten ohne Strom nochmal durchziehen. Der Pieper ruft, wir machen unsere Navigenio komplett aus und den Pieper nehme ich jetzt runter und lege ihn zur Seite. Jetzt funktioniert das Ganze wie eine Küchenuhr, der zählt die 12 Minuten ab und sobald die 12 Minuten abgelaufen sind, sagt er uns Bescheid, dann stellen wir es in den Deckel rein und lassen es von alleine durchlaufen. Der Pieper ruft, wir nehmen uns den Pieper, drücken beide Knöpfe gleichzeitig, dann geht er nämlich aus. Und jetzt stellen wir uns das Ganze in den Servierdeckel und lassen das jetzt noch ein paar Minuten stehen, sodass er von alleine drucklos wird. Danach verfeinern wir das Ganze nochmal mit Senf und einem Schuss Honig. Das mildert nämlich die Säure und schmeckt besonders lecker.